Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Wir haben so lange drauf gewartet, auf den Nachfolger, den indirekten Nachfolger, würde ich mal sagen, vom KQi3 von NIO. Ihr wisst es, der KQi3 Pro hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ihr fragt euch jetzt, yo, warum gibt es denn diesmal kein Unboxing-Video? Ganz einfach, es hat sich nichts verändert beim Zusammenbau zum KQi3. Wer trotzdem ein Unboxing-Video sehen will, der kann jetzt mal die Minute hier zuschauen. Was haben wir denn Schönes hier? Und zwar ein KQi 2 und zwar das Klebeband hat ein Logo drauf. Also, wenn das mal nicht was ist, gucken wir erstmal da rein, würde ich sagen. Oh, Alter, warte, hier ist ein Messer. Ach so, danke schön. Messer geht immer besser. Noch kurz. Bag. Das ist front. Boah, ganz kurz einmal diesen Geruch. Oh, Plastik. Freunde, wir haben die 20 km/h Version. Yay. Wir haben hier den NIO KQi2 Pro. Ja, technische Details interessieren eh keinen. Noch ein bisschen, aber nicht jetzt. Oh, der sieht vom Lenkeraufbau genauso aus wie der Captain America Scooter. Der ist gerade ein bisschen auseinandergebaut. Ja, ihr werdet noch sehen, warum. Wir den so raus. Wollen wir den erstmal hier reinbauen? Einfach hier rausziehen! Okay! Zieh! Tada! Was ich auch schon gelesen habe, was richtig geil ist: Trittbretter. Ey, das zum ist doch voll das BMW-Ding, M-Design. Ich bin schon wieder nass geschwitzt, ja. Leute. Hier ist wieder 75 Grad. Ja, wir brauchen echt mal eine neue Wohnung. Also hier mal ein bisschen Folie, machen wir mal schnell weg. Feinstes Plastik, hier sind die Spaltmaßen nicht hundertprozentig. Ich muss aber trotzdem sagen, beim NIO KQi3, das ist ja auch so ein richtiger Plastikbomber-Scooter, da ist mir das nicht negativ aufgefallen in der Qualität, im Gegenteil. Jetzt kommt es nämlich, worauf ihr alle gewartet habt. 10 Zoll Tubeless-Reifen. Gleich wie der KQi3 hat. Ja. Nur wir haben hier vorne eine Trommelbremse. Der KQi3 hatte sich dadurch ausgezeichnet, dass er vorne und hinten eine Scheibenbremse hat. Und was jetzt auch direkt mal auffällt, Freunde, ist, wir haben nur einen Bremshebel. Wir werfen einen Blick in die Zubehörbox. Was man auf jeden Fall schon mal sieht, das Trittbrett ist 23% kleiner als beim KQi 3. Was man auch sieht, erstmal, das ist dieses klassische Grip Tape. Wie gesagt, das kann man wechseln. Was ich viel geiler finde, der Ladeanschluss. Guckt mal, wo der ist. Der ist hier oben. Das hier sieht ähnlich aus wie beim KQi 3. Ein bisschen überarbeitet, meiner Meinung nach. Kennzeichenhalter finde ich extrem geil gemacht. Plus Schutzblech. Das sieht auch meiner Meinung nach richtig geil aus. Was mir jetzt aber sofort aufgefallen ist, Freunde, erstmal, hier ist übertrieben dicke Tüte für ein so ein kleines Teil. Eine dicke Tüte. Das ist eine richtig dicke Tüte. Beim KQi3 hatten wir eine Luftpumpe dabei. Die sehe ich hier nicht. Habt ihr gesehen? Hat sich nicht viel verändert. Ist alles gleich geblieben, sage ich mal. Das Einzige, was leider auch gleich geblieben ist, Freunde, da müssen wir wirklich sagen, das geht auf jeden Fall noch eine Weile, noch eine Schippe besser. Ich bin so aufgeregt die ganze Zeit. Ich bin jetzt schon durch das Feld gerannt dreimal und wieder zurück und dann durch das Feld und hat trotzdem nicht funktioniert. Freunde, es gibt diese beschissene App-Anbindung. Ihr wisst im Video beim letzten Mal, wir haben dann 2-3 Stunden für gebraucht. Der sagt, Passwort ist falsch, obwohl du es gerade neu gemacht hast. Also die App ist maximal scheiße. Das kann man leider nicht anders ausdrücken. Die App ist maximal für den Arsch. Und dann haben wir es geschafft. Wir haben es connected, wir haben es aktiviert. Und was ist dann passiert? Ja, du musst 200 Meter fahren. War noch 200 Meter, ne? Erst 500 Meter. Und dann war das ein Update auf 200 Meter. Deswegen hat es halt nicht funktioniert bei dem. Ja, also Freunde, ihr müsst euch überlegen, ihr müsst 200 Meter fahren, damit ihr aus dem Tutorial-Modus rauskommt. An sich eine geile Sache, wenn es denn funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Wir sind eher 2 Kilometer gefahren, bis das mal geklappt hat. Dann wollt ihr ein Update machen. Dann ist die Handy-App abgeschmiert, mitten im Update. Ihr wisst, was sowas bedeuten kann. Im schlimmsten Fall habt ihr so euer Dashboard gebrickt. Also, das ist einfach absolut ein Scheiß gewesen, muss man leider sagen. Jetzt haben wir es mittlerweile hingekriegt, ohne dass wir die App nochmal gestartet haben. Das Scooter hat es jetzt anscheinend von alleine komplett freigeschaltet. Ist eine geile Sache. Dass es trotzdem ging, aber da müsst ihr auf jeden Fall nacharbeiten. Also NIO, bitte an der App fallen. Was
auch auffällt, wenn man das hier mal sieht, ihr wisst ja, ein E-Scooter in Deutschland zugelassen braucht zwei voneinander unabhängige Bremsen. Wir haben jetzt hier nur einen Bremshebel. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Müsste man ein bisschen mitfahren, ist ja erstmal der erste Eindruck. Ich bin eher der Fan von zwei Bremshebeln. Ich auch, ganz ehrlich. Aber mal gucken, wie sich das so schlägt. Das Licht, können wir euch verraten, ist extrem hell im Dunkeln. Wirklich sehr hell. Was auch auffällt, und das finde ich ziemlich geil, muss man leider einfach sagen, oder was heißt leider, das ist einfach geil, das Design von dem Scooter. Schaut euch dieses Design an. Das ist meiner Meinung nach richtig geil. Das fängt schon hier hinten an mit dem Rücklicht und dem Kennzeichenhalter. Über diese Einrastfunktion. Die finde ich geil. Also die finde ich wirklich gut. Du drückst nur einmal drauf und ja. Das Ding hier ist wechselbar. Da kriegt man eins mitgeliefert. Man kann sich auch noch andere nachbestellen, diese Trittbretter. Ladeanschluss ist derselbe wie beim KQi 3. Aber der ist diesmal hier oben und viel, viel, viel besser. Ich frage mich jetzt, wie lange hält diese Gummilippe und stört diese eventuell beim Fahren? Glaube ich nicht. Man kann sie ja gut festklemmen. Ja, Freunde, Verarbeitungsqualität ist, wie wir beim letzten NIO schon gesagt haben, sehr, sehr hoch. Obwohl du hier wirklich, es ist ein Plastikbomber, klar, aber es ist wirklich schön verarbeitetes Plastik. Das haben wir einfach beim letzten Mal schon gesagt. Und ich glaube, dieser Scooter kostet momentan 500 Euro. 499 Euro. Ja, ungefähr 500 Euro. Für das, was wir jetzt hier sehen, ist das schon auf jeden Fall fairer Preis, muss man sagen. Wenn du überlegst, der hat 48 Volt und 7,8 Amperestunden. Ja. Das ist mehr auf jeden Fall als der Xiaomi. Dadurch hat er auch 40 Kilometer wahrscheinlich wirkliche Kilometer. Ja, wie gesagt, Reichweitentest und so kommt natürlich alles. Wenn ein Reichweitentest bereits existiert, wenn ihr das Video schaut, ihr müsst es ja nicht alle am ersten Tag schauen, dann ist der in der Beschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Ja, was gibt es da noch großartig zu sagen? Fahren, ich bin noch nicht damit gefahren. Also ich finde, soll ich jetzt noch kurz nachholen? Ich finde den auf jeden Fall sehr wendig. Ja, er fährt ziemlich gut. Ich finde den sehr wendig und macht Spaß mit ihm zu fahren. Und die also Leistung. Ich muss sagen, der zieht ziemlich gut. Wollte ich gerade sagen, die 48 Volt, die merkt man auch. Und die Beschleunigung ist aber ziemlich smooth. Also das feiere ich. Das merkt man jetzt schon bei den ersten 3 Metern. Wir haben vorne eine Trommelbremse, hinten haben wir nun eine Motorbremse. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Beim letzten Mal, beim KQi 3, hatten wir vorne und hinten eine Scheibenbremse. Und die hat auch bei höheren Geschwindigkeiten jenseits der 40, 50 km/h keine Probleme gemacht. Auch wenn die nicht dafür gebaut war. Und Freunde, ich weiß, die Fragen häufen sich. Wir haben gesagt, es gibt bald ein Tuning-Tutorial für den KQi 3. Es gab eigentlich schon eins, dieses, wie kann man hier einen E-Scooter schneller machen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, können wir uns da keinen aus dem Arsch ziehen. Also das ist leider einfach so, da muss man auch mal so Tacheles sprechen. Was wir euch anbieten können, weil viele haben Probleme mit dem Löten, wollen es nicht, wollen dann nicht so einen übertriebenen Umbau machen. Wir können hingehen und für den KQi 3 und für den SoFlo und für alle möglichen Roller ein komplett Tuning-Paket zusammenbasteln. Würde allerdings sich einfach nur daraus bestehen, dass wir den Xiaomi-Controller mit dem Xiaomi-Dashboard und den passenden Kabeln in ein Paket packen. Ihr müsst einfach nur einbauen, anschließen, Stecker dran machen, es würde funktionieren. Ihr hättet einen Xiaomi in einem Ninebot-Kleid oder in einem, Ninebot-Kleid macht keinen Sinn, in einem KQi 3-Kleid, in einem SoFlo-Kleid. Das könnten wir euch anbieten. Wenn ihr sagt, okay, ist eine geile Sache, kann man machen, wenn nicht. Alles andere ist einfach sehr, sehr aufwendig, teilweise auch extrem kostenspielig. Das ist leider nicht mal eben so, ich hole mein Handy raus, spiele auf 5 Minuten mit rum und das Ding fährt 40. Funktioniert leider nicht. Würden wir uns auch wünschen, aber ist nicht so. Vielleicht kommt ja bald eben mal was. Wenn es sowas geben sollte, machen wir natürlich sofort ein Video. Also da werdet ihr wahrscheinlich bei uns zuerst wissen, weil na klar. Es kann da passieren. Also hier kann man ja über eine App, eine Software draufspielen und theoretisch kann man natürlich auch ein bisschen rumfuschen. Kann man machen. Freunde, was jetzt hier mit dem KQi 3 noch kommen wird. Natürlich werden wir nochmal so einen Reichweitentest machen, wie gesagt. Also das einfach nur, damit wir wieder rumfahren können, irgendwelchen Schwachsinn erzählen können. Jetzt verpiss dich, Kackwespe. Kackwespe. Was auch noch kommen wird, wir werden nochmal hier Topspeed-Test machen, einen Test nach 100 Kilometern, also wenn wir mal ein, zwei Akkus leer gefahren haben, wie ist der und so weiter. Wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten, deswegen fahren wir heute auch nochmal nicht und wir fahren nicht, weil der ist hier angemeldet. Hier, dreh dich mal um, da steht sogar ein Schild Privatweg. Hier können wir jetzt ein bisschen im Kreis fahren, ein paar Aufnahmen für euch machen, aber ihr wisst jetzt selber, je mehr Aufrufe ein Video kriegt, die höchste Wahrscheinlichkeit, geht zur Polizei. Brauchen wir nicht, Freunde. Deswegen, das Ding wird angemeldet. Dann gibt es einen ausführlichen Test. Dann gibt es auch GPS-Topspeed-Messung. Wir testen ein Update. Wir schreiben den Hersteller, dass die App scheiße ist und warten auf ein Statement. Machen wir alles, Freunde. Und ich denke, das war's eigentlich mit dem Video, ne? Ich glaube, auf jeden Fall. Schaut unbedingt, was morgen kommen wird. Fix my
E-Scooter. Guckt euch das unbedingt an, das ist ein Format, ganz neu. Gibt es auch nur auf diesem Kanal. Guckt euch das an, da könnt ihr sogar mitmachen. Wird richtig geil. Da verpasst ihr auf jeden Fall was, wenn ihr da morgen nicht einschaltet. Morgen, Sonntag, 10 Uhr, einschalten. Und heute Abend, 18 Uhr einschalten, Freunde. Denn wir befinden uns gerade in Österreich, wenn ihr das seht. Und um 18 Uhr heute Abend gibt es einen Livestream auf unserem Kanal. Schaut da auf jeden Fall vorbei, da werden wir mal so einen richtig heftigen Umbau machen mit den Jungs von Mikrofahrzeuge. Das wird richtig geil werden. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ich denke, mit den Worten verabschiede ich mich und ich gehe jetzt wieder in mein Feld und hole mir noch ein paar Zecken.